Moin Freunde und herzlich willkommen auf dem Paintball-Channel. Heute möchte ich mit euch über McFit Einsteigermarkierer sprechen. Da gibt es ja mittlerweile eine große Auswahl. Sehr viel kommt von Tippmann. Es gibt aber natürlich noch, Planet Eclipse hat den Markt aufgeräumt. Und in dem Bereich soll es heute mal gehen. Ich fange an so bei knapp etwas über 200 Euro und zeige euch dann, was es alles gibt, hoch bis zur EMF 100. Meiner Meinung nach der beste McFit-Markierer, ob High-End oder Low-Budget, egal wo ihr ihn ansiedelt, er ist einfach das Beste. Aber es gibt noch eine andere. Hier zum Beispiel sieht man meine TMC, eine der ersten, die es gab. Lass uns darüber mal reden. McFit-Markierer, was sind das überhaupt? McFit-Markierer sind Paintball-Markierer, die im großen Teil aussehen wie echte scharfe Waffen. Dies ist aber gar nicht der Grund, der dahinter steht. Der Grund ist, McFit ist Magazin gefeedet. Das heißt, die Paintballs sind in so einem Art Magazin drin. Das von Tippmann fast 18 Bälle, nur Roundballs. Die könnt ihr sozusagen spielen. Nachdem das Magazin leer geschossen ist, muss ein neues rein. Das ist McFit. Man hat also nicht seine 200 Bälle sozusagen auf dem Loader oben drauf, sondern halt muss Magazin für Magazin wechseln. Das ist sehr realistisch. Viele spielen das gerne genau wegen diesem Realismus. Und da gibt es verschiedene Markierer. Lass uns da mal anzeigen oder anfangen. Was ist denn so das Günstigste? Womit kann man in den McFit-Bereich einsteigen? Und da gibt es von Tippmann die Stormer Elite. Die gibt es auch in einer etwas anderen Version. Das ist die ausgebauteste Version. Die beinhaltet aber auch alle anderen Variationen. Das heißt, diesen Markierer könnt ihr als McFit-Markierer spielen oder als Hopper-Markierer. Ich hole das Ganze mal raus. Was ist alles dabei? Natürlich eine Anleitung, Laufsocke, ein bisschen Toolkits, ein Laufreiniger, ein bisschen Öl und der Markierer. Hier ist das Herzstück sozusagen, ein Blowback-Markierer. Sieht jetzt nicht aus wie eine echte Gun, darum soll es aber auch gar nicht gehen. Wir haben in dem Set immer dabei zwei echte Magazine. Also ihr könnt zwei Magazine spielen. Oder wir haben noch ein kleines Magazin, das ihr sozusagen benutzen müsst, wenn ihr das Ganze über, wie hier schon angebaut, über einen Klemmfeed, über einen Loader sozusagen spielen wollt. Denn das ist an dieser Stelle, wo eigentlich von unten der Ball kommt, der Ball Detent, der hält den Ball fest. Wenn ihr das sozusagen drin habt, könnt ihr mit dem Loader spielen, ohne dass die Bälle alle nach vorne durchgedrückt werden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das heißt, das Magazin kommt hier rein. Wir können dieses Teil hier austauschen, wir können das abnehmen. Dafür gibt es hier eine extra Klappe, die hier drauf kommt. Wir können den Markierer aber auch so umbauen, dass er gar nicht mehr magazinfähig ist. Das heißt, dann wird dieses Teil eingesetzt, dann ist das dauerhaft ein Blowback-Hopper-Markierer sozusagen. Aber auch das ist ja nicht das, was wir heute hier wollen. Also, wir bauen auf McFit um, wobei ich das jetzt mal kurz für Anschauungszwecke dran lasse. Was ist alles noch dabei? Wir haben die Schulterstütze. Wird hier hinten angeschraubt. Müsst ihr jetzt noch festschrauben, habe ich jetzt nicht gemacht. Und die könnt ihr sozusagen an euch anpassen. Im unteren Bereich, im Griffstück, wird die Flasche angeschraubt. Wir haben dann noch eine schöne Shroud vorne mit einem langen Lauf. Naja, so lang ist er nicht. Da könnt ihr übrigens noch andere Läufe euch verkaufen, damit ihr da ein bisschen mehr auf Länge kommt. Dann macht das Ganze mehr Spaß. So, fest. Shroud wird einfach draufgeschoben. Und eingerastet, ist fest. Jetzt haben wir hier zwei Sizes drauf. Die könnt ihr einklappen oder ausklappen. Sind ein bisschen eingestellt auf ballistisches Schießen. Das heißt, der ist hinten ein bisschen höher als vorne. Sieht auch so schon ganz cool aus. Was wir noch machen können, ist vorne eine von diesen Handguards, Handgriffen dran setzen. Müsste ich jetzt schrauben, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber das ist so die Elite-Version, Stormer Elite. Falls ihr hier keine Flasche dran haben wollt, gilt übrigens fast für alle Markierer, gibt es ein Mamba-System. Das heißt, es ist ein Schlauch. Da wird der Schlauch sozusagen da angeschraubt, wo die Flasche hinkommt eigentlich. Ich kann das hier mal mit einem Schnellwechselventil abmachen.
Dann kommt das Stück auf die Flasche, wird zum Beispiel hinten in die Weste oder in den Gürtel gesteckt, die ganze Flasche. Dann habt ihr hier vorne einen Schnellwechseladapter und seid dann sozusagen, könnt ohne Flasche am Körper spielen. Finde ich ziemlich gut. Der Handwechsel ist nicht ganz so einfach, weil halt ein Schlauch hier zwischen ist, aber der Handwechsel mit einer Flasche ist eh noch ein bisschen schwieriger. Das ist die günstigste Version. Die wollte ich euch mal gezeigt haben. Kommen wir zur nächsten Gun. Ich habe sie euch schon im Vorspann vorgestellt. Meine Tippmann TMC, erste Generation. Auch hier sind zwei Magazine dabei. Das kleine Magazin, falls ihr es mit der Flasche spielen wollt, also mit dem Loader am Markierer. Wir haben noch Werkzeug dabei, O-Ringe, einen Laufreiniger und die Laufsocke. Der Markierer ist jetzt schon zusammengebaut. Was ich mir jetzt hier noch geholt habe, ist eine Erhöhung hier oben drauf, damit mein Rotpunktvisier oder Grün, könnt ihr wahlweise einstellen, etwas höher kommt. Denn das Problem beim Paintball-Spielen ist immer, wenn ihr die Maske auf habt, kommt ihr nicht tief genug ran. Darum ist so eine Erhöhung immer besser. Finde ich sehr gut. Gab es für ein paar Euro. Ich habe hier den Originallauf dran. Was ich mir noch geholt habe, ist ein Handguard hier vorne. Also ein Griffstück, den ich einstellen kann, so wie ich möchte. Ich spiele das Ganze mit Mamba meistens. Hab mir zudem noch eine One-Point-Sling angeschlossen. Wenn ich spiele, ich spiele nicht gerne mit Weste, ich spiele eher mit Gürtel. Habe ich hier einen schönen Gürtel um die Hüfte liegen. Ich habe hier eine Tasche für 4 Magazine insgesamt, da komme ich gut ran, kann ich schnell greifen. Habe hier noch eine Tasche für meine leeren Magazine, noch einen Holster für meine Sidegun. So macht es mir am meisten Spaß. Ich trage nicht gerne viel rum, ich bin lieber ein bisschen mehr beweglich. Das ist also meine TMC. Nur Roundballs. Beide Bälle schießen nur Roundballs, kein First Strike. Da müsste man was anderes haben. Ich zeige euch aber erstmal die nächste Gun. Die nächste Gun im Bunde. Etwas größer. Die TMC Elite. Kam einige Zeit später raus. Jetzt in ganz schwarz. Auch die wird wieder geliefert mit mehreren Magazinen. Plus, also 2 Magazine. Plus ein kleines Magazin, falls ihr sie mit Loader spielen wollt. Laufsocke. Und die ist schon ein ganz schönes Stück anders, zeige ich euch jetzt mal. Ja, habe ich mir noch eine schöne Waffentasche für geholt. So kann ich sie gut transportieren, kann sie abschließen. TMC Elite. Schon ein bisschen was anderes, und wenn ihr es noch nie gesehen habt, sie ist ein gutes Stück länger. Das liegt daran, hier ist die HP-Flasche nicht mehr unten am Griff angeschlossen, sondern in der Schulterstütze integriert. Das heißt, ihr könnt schön langes Setup spielen, was ich eigentlich ganz gut finde. Wenn es in den Häuserkampf reingeht, müsst ihr das natürlich ein bisschen kürzer machen. Ich habe jetzt hier eine 0,2 Liter HP Aluflasche dran. Damit komme ich so ungefähr 7-8 Magazine weiter. Ansonsten funktioniert sie wie die andere TMC. Wir haben noch einen schönen Handgriff hier vorne, der ein bisschen aus Aluminium ist, fühlt sich besser an. Ich habe noch einen schönen Langlauf dran gemacht. Da war ja theoretisch, ich glaube standardmäßig, ist ein 11 Zoll Lauf dran. Ich habe einen 14 Zoll Lauf dran. Liegt gut an. Gut ans Magazin rein. Ich kann hier die Flasche befüllen. Von rechts befülle ich. Hier sehe ich auf dem Manometer, wie viel Luft noch drauf ist. Ich habe sie jetzt aktuell mit einer 2-Punkt-Sling befestigt. Und was ich da drauf auch noch spiele, was ich ganz cool finde, grundsätzlich für MacFit, ich habe noch einen Scope hier drauf. Müsste jetzt noch die Erhöhung runter. Und bei dem Scope habe ich lange für gesucht. Es hat eine 2-fach-Vergrößerung. Mehr als 2 finde ich eigentlich beim Paintball ein bisschen überflüssig. Ihr könnt es als Rotpunkt oder als Greenpunkt spielen. Das Ding ist ziemlich cool. Wenn ich den Link noch finde, schreibe ich den auf jeden Fall unten drunter. Ansonsten, alles, was ich euch hier vorstelle, findet ihr auch bei meinem Partnershop. Das heißt, wenn ihr über den Link von meinem Partnershop auf die Seite geht, dort euch eure Paintball-Ausrüstung, Markierer, Maske, was auch immer, zusammenkauft,
kriege ich ein paar Prozente davon ab. Das heißt, ihr kriegt zwar keine Prozente auf das, was ihr gekauft habt, aber es geht etwas zu mir, dadurch unterstützt ihr den Channel und ich bringe euch natürlich den neuen Stuff ran. Also, das habe ich aber, glaube ich, über Amazon gekauft. Finde ich ziemlich cool. Muss ihn noch draufbringen und dann halt schön einschießen. Ansonsten meine TMC Elite in Schwarz. Sieht auch cool aus. Jetzt kommen wir zu einem Markierer. Den finde ich ganz gut. Ich habe mich schon mal so ähnlich vorgespielt. Da kam er aber noch von Walton. Jetzt kommt er ja von einem neuen Player am Markt sozusagen. Das ist die MagFit One von Delta 6, heißt die Marke, glaube ich. Verbindet so ein bisschen, ist der Übergang von der Tippmann Elite hin zur TMC. Denn ich habe auch hier jetzt Flasche in der Schulterstütze. Mal anschrauben. Ist übrigens im Set dabei. Das heißt, wenn ihr einen Markierer kauft, kommt die schon fertig mit Flasche. Wir haben schönes Flipchart hier auch wieder. Könnt ihr hochsetzen. Ansonsten eine Shroud im M16-Style. Finde ich sehr cool. Und ein Magazin. Ich glaube, sie kommt mit zwei. Ich habe jetzt nur eins. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Toolkit dabei. Das kann man wieder zur Seite. Was ich jetzt an diesem Markierer ein bisschen besser finde, gegenüber meiner TMC. Ja, sie sieht ein bisschen anders aus. Ist nicht komplett durchgehend wie eine reelle Waffe zu sehen. Aber das Gute daran ist die Technik von innen drin. Bis jetzt waren alles Blowback-Markierer. Erstmal nichts Schlechtes dran. Die haben alle Roundballs geschossen. Dieser Markierer kann Roundballs und First Strike schießen. Das heißt, der Markierer ist darauf ausgelegt, dass er schon First Strike schießen kann. Und First Strikes sind ein Ball, der sieht ein bisschen anders aus. Der ist halt nicht komplett rund, der sieht eher aus wie ein Diabolo vom Luftgewehr schießen. Er hat hinten sozusagen ganz grob angedeutet Finnen dran. Und da er eine Rotation kriegt um die eigene Achse, kann er besser länger fliegen. Das heißt, ein First-Strike-Ball fliegt gute, je nach Luftdruck, was ihr eingestellt habt, zwischen 15 und 30 Meter locker gut weiter als ein Roundball. Und damit seid ihr natürlich Distance viel besser dran. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, an der Seite durchzuladen. Wir haben hinten drin die Flasche dran. Magazinwechsel geht hier vorne. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Man kommt nicht so gut mit dem Finger dran. Also man kann jetzt nicht das Magazin so wechseln, aber wenn man weiß wie und das ein bisschen trainiert, kommt man da auch schnell ran. Finde ich ganz cool, ist recht günstig für das, was sie kann, hat eine schöne Masse, liegt gut in der Hand, sieht ein bisschen außergewöhnlich aus, aber was es auf jeden Fall wegmacht, ist Magazin First Strike, die coole Short hier vorne, Schulterstütze mit Flasche drin. Macht Spaß! Die MagFit One gibt's nur bei meinem Partnershop, denn die sind Importeur. Ich finde sie ziemlich cool. Und jetzt kommen wir mal zur Königsklasse in dem Ganzen. Planet Eclipse hat sie vor einiger Zeit auf den Markt gebracht. Sie ist schon ein bisschen länger da. Sie ist ein bisschen teuer, das stimmt, aber es ist halt ein komplett anderer Markierer. Es ist halt jetzt nicht der reine Woodland MagFit Turnierer, sondern Planet Eclipse kommt eigentlich aus dem Turnierbereich und haben mit der MagFit One EMF 100 hier einen richtig geilen Markierer am Start gebracht. Also, was haben wir alles dabei? Wenn ihr den Markierer kauft, eine gute Anleitung, in Schwarz-Weiß auf Englisch gehalten, dort werden die Magazine erklärt, dort wird die ganze Funktion vom Markierer erklärt. Wir haben den Markierer jetzt hier in Tarnversion. Mit einem schönen Lauf. Wir haben eine lange Shroud. Wir haben jetzt hier den Magazinadapter. Da. Falls ihr den mit Loader spielen wollt, geht natürlich auch. Dann müsst ihr auch hier so ein kleines Magazin einsetzen. Wenn ihr das nicht wollt, sondern natürlich MagFit spielen soll, was man natürlich damit macht, alles andere wäre Quatsch, habt ihr in einer zweiten Kiste eine schöne Laufsocke.
Ihr habt den Vertical Feed, der oben drauf kommt, um die anderen Loader aufzunehmen. Ihr habt noch eine zweite Laufsocke, eine schmale. Das ist einmal eine große, die auch über die Short drüber passt. Falls ihr ohne Short spielt, haben wir noch eine schmale dabei, damit sie nur über den Lauf kann. Wir haben unheimlich viele Ersatzteile dabei, Schrauben, Ohrringe, alles, was das Herz begehrt. Wir haben ein eigenes, sehr cooles Toolkit dabei, wo alle Werkzeuge dabei sind. Wir haben ein Plant Eclipse-typisches, sehr gutes Fett dabei. Hier ist noch in Earth was drin. Mache ich jetzt mal nicht auf. Und wir haben ein Magazin dabei. Die Magazine hat Dai, oder die Magazine hat Plant Eclipse am Anfang, als sie nur den Markierer auf den Markt gebracht haben, haben sie sie mit den Dai-Dem-Magazinen gespielt. Also es gibt Dai-Dem-Magazine, die ihr für den Markierer spielen könnt. Mittlerweile gibt es eigene Magazine, die ich sehr cool finde. So rum kommen sie rein. Ziemlich lang. Muss natürlich gucken. Fassen aber viel mehr Bälle. Also 20 Bälle gehen hier rein. Die anderen haben so zwischen 16 und 18 Bälle. Hier gehen 20 rein. Der Markierer ist First Strike ready. Das heißt, ihr könnt First Strike spielen. Und so viel erstmal dazu. Ich schraube mal die Flasche an. Ich baue ihn mal zusammen komplett. Also in der Art und Weise wird der Markierer ausgeliefert. Na, sieht noch nicht so viel aus, noch was. Ist ein sehr schnelles Spiel, sehr MacFit-lastig. Der Weg ist natürlich ein komplett anderer. Es ist kein Blowback-Markierer mehr, es ist ein Spool-Markierer. Das heißt, der Triggerweg ist sehr kurz, hier bewegt sich sehr wenig Mechanik drin. Das heißt, ihr habt ein sehr ruhiges Schussbild vom Markierer. Ihr könnt sehr schön ruhig schießen. Wenn ihr den Markierer so spielt, kommt ihr natürlich mit der Flasche auch ziemlich weit runter mit dem Gesicht. Aber das wollen wir ja vielleicht nicht. Ich will sie ja gut vergleichen. Das heißt, was ihr noch extra dazu kaufen könnt, ist das PWR Schulterstützen-Set sozusagen. Das heißt, das ist eine extra Schulterstütze, die für den Markierer auf den Markt gekommen ist. Also hier unten drunter ist ein kleiner Hebel. Dahinter greifen, den könnt ihr nach vorne klappen. Dann könnt ihr den blank stopfen, sozusagen rausziehen. Könnt dann den neuen reinsetzen. Wieder festziehen. Dann kann die Schulterstütze drauf, auch die ist stufenlos einstellbar, oder nein, hat 11 Stufen zum Einstellen, nicht stufenlos. Schulterstütze ist angebaut, ich nehme das mal aus dem Weg. Ihr kommt trotzdem schön weit runter, könnt aber auch hier natürlich jetzt Scopes anbringen, alles mögliche, Kameras natürlich auch und könnt so spielen. Der Markierer schießt meiner Meinung nach am besten. Er ist am leisesten, er hat am wenigsten Kick, er ist am teuersten. Ihr habt verschiedene Punkte, um Schlingen anzubringen. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, um Attachments hier vorne anzubringen. Das Magazin ist ein bisschen lang. Da gibt es verschiedene Magazine mittlerweile, auch von anderen Anbietern. Aber es ist eigentlich ziemlich cool. Grundsätzlich, die Magazine funktionieren alle recht ähnlich. Das heißt, ihr müsst erst die Feder spannen. Dann könnt ihr die Bälle einführen. Das gleiche macht ihr hier. Federspannen. Hier ist ein Hohlkanal sozusagen drin. Dahinter liegt eine Feder mit einem Blankball sozusagen, der die Bälle drückt. Die beiden Magazine, ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt hier fasst. Ich glaube, das waren 15. Hier steht drauf 18. Ich würde aber eher 17 reinmachen. Und Planet Eclipse sagt, 20 gehen reichen. Hier gut drehen. Ich habe mal von einem Bekannten so ein kleines Tool vom 3D-Plotter gekriegt. Kann man einfach draufstecken. Und dann kann man das sehr viel einfacher drehen. Gibt es mittlerweile von verschiedenen Anbietern. Ansonsten ist es immer so ein bisschen eine fimmelige Arbeit. Aber ihr seht hier schön an der Seite, wie viele Bälle noch drin sind. Was bei Plant Eclipse Magazin ziemlich cool ist, ich habe hier noch eine Lasche sozusagen, die sich über die Öffnung drüber schiebt. Das heißt, falls ihr auf dem Boden rumruppt, kommt in das Magazin, was vielleicht bei euch an der Weste dran ist, kein Sand von oben rein. Und sobald dann das Magazin sozusagen in den Magazinschacht geführt wird, gibt es ja einen kleinen Knopf, der dann sozusagen von dem Markierer damit gedrückt wird. Und die Bälle können in den Markierer rein. Falls hier drin ein Ball kaputt geht, kann man die von Plant Eclipse ziemlich schön schnell aufmachen. Da habt ihr einfach hier eine Klappe, die ihr an der Seite mit einem Drehhebel sozusagen öffnen könnt. Machen wir mal kurz. Das ist ein bisschen das Nervige an MacFit Magazinen.
Grundsätzlich funktionieren die alle ähnlich. Das Problem hat jetzt nicht nur hier Planet Eclipse, sondern das gibt es auch bei den anderen, wenn ihr die aufmacht. Dass die Federn natürlich nicht festgeführt werden, sondern hier in so einer Schiene drin liegen und halt locker sind. Das heißt, wenn sie einmal rausgesprungen sind, ist es ein bisschen schwer, die wieder schön reinzukriegen. So, machen wir es mal anders. Komplett locker reinlegen. Hand drauf, Deckel drauf, oben einrasten, Hand rausziehen, Magazin verschließen, so, Feder sitzt wieder drin. Wenn die komplett aufgedreht ist, sitzt der Führungspin sozusagen ganz hinten, dann könnt ihr aufmachen, das Magazin hier ganz schön von der Seite einfach befüllen. Ihr müsst immer darauf gucken, hier wird auch angezeigt, in welche Richtung die First Strikes gucken müssen. Nicht, dass ihr euch vertut. Klappe zu, Magazin ist gefüllt. Finde ich ziemlich cool. Den Service bieten die anderen nicht, da müsst ihr immer so die Spannung drauf geben und aufdrehen. Ah, guck mal, hier kann man den Stift rauskommen lassen. Und wie geht er wieder rein? So geht er wieder rein. Das zu den Magazinen und zu den Gewehren. Also EMF 100, das teuerste. Die Strong Elite, die Stormer Elite von Tippmann. Die günstigste Bereich, wenn ihr in McFit einsteigen wollt. Preis-leistungsmäßig der günstigste, weil er der Arounder ist. Ist dieser Markierer hier, weil er First Strike schießen kann und Roundballs. Und am geilsten aussehen tut bei mir jetzt meine EMF 100, schöner im 16 Style, 2 Punkt Gurt dran. Wenn ich jetzt noch mein schönes Visier drauf habe, macht die am meisten Spaß. Das war jetzt mal so ein neuer Rundumschlag der Einstiegs- bis Endmarkierer. Es gibt noch ein paar andere Hersteller, da höre ich immer abwechselnd mal Gutes und mal Schlechtes zu. Milsig ist so einer, entweder hast du einen Markierer, der richtig gut läuft, oder du hast einen, mit dem musst du immer arbeiten. Das gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Tiberius, also First Strike, die Marke, die die Paintballs herstellt, stellt natürlich auch Markierer her. Die sehen schon alle sehr cool aus, sehr echt aus, aber ich finde, mit den Tippmann-Markierern hat man einen guten ersten Einstieg, falls man sich mal reintesten möchte. Kann aber nur Roundball schießen, falls es ein bisschen mehr sein soll, aber ihr nicht die Kohle habt, empfehle ich euch das MFG 100 von Delta 6. Da ist alles dabei, was ihr braucht. Ihr solltet euch ein paar mehr Magazine auf jeden Fall kaufen. Und falls es, naja, falls ihr zu viel Geld habt oder Geld habt, was ihr, um euch was zu kaufen, dass ihr die nächsten 10 Jahre spielen wollt, empfehle ich euch die EMF 100, weil die einfach am smoothsten ist, am besten mit dem Ball umgeht, das schönste Schussbild hat. Einfach cool. Also das waren mal so ein paar Markierer. Im Endeffekt 5 Stück. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Video von einem Big Game, dort wo die Markierer am meisten eingesetzt werden. Und ich sage jetzt mal ciao und tschüss, bis bald, euer Chris.